Heute also Putin und Biden. Für Begasi sind normalerweise im Studio Moskau fürs ZDF, jetzt mitgereist nach Genf. Was sind die Erwartungen gerade von russischer Seite an dieses Treffen? Die russische Seite hat die Erwartungen an dieses Treffen, wie auch die amerikanische, sehr niedrig gehalten. Es wird gesagt, dass es heute vor allem darum gehe, sich mal besser kennenzulernen, dass die beiden Präsidenten sich noch mal persönlich begegnen und dann vielleicht sozusagen eine Art von Beziehung entwickeln können, die überhaupt erst mal wieder einen gemeinsamen Grund darstellt, von dem aus dann konkrete Verhandlungen stattfinden können. Auf dem Redezettel von beiden Präsidenten stehen wirklich viele Konfliktthemen. Das reicht von der Ukraine über Syrien, über Cyberangriffe, über Klimaschutz und so weiter und so fort. Die Positionen von Russland und Amerika liegen ellenweit auseinander. Es ist nicht zu erwarten, dass auf einem dieser Themengebiete heute ein Durchbruch erlangt wird. Das heißt also in erster Linie ein Stimmungsaustausch, ein sich annähern der beiden Mentalitäten. Wie glauben Sie, wird Wladimir Putin auf Joe Biden dazugehen als ganz der Kalte, oder wird er auch etwas Menschliches durchblicken lassen? Also wir haben in den letzten, sagen wir mal, Tagen vor dem Gipfel schon beobachten können, dass auch Wladimir Putin seine Rhetorik ein bisschen gemäßigt hat. Er macht nicht mehr so viele Anspielungen auf Bidens Alter oder auf dessen Gesundheitszustand, sondern hat durchaus auch mal ein freundliches Wort für den amerikanischen Präsidenten übrig. Er hat gesagt, er hält den amerikanischen Präsidenten für einen strukturierten, erfahrenen Politiker. Da merkt man schon, dass auch Wladimir Putin daran interessiert ist, dass es hier heute nicht zu weiteren Eskalationen im amerikanisch-russischen Beziehungen kommt. Die Beziehungen sind auf einem Tiefpunkt, sie sind zerrüttet. Ich denke, es wird heute darum gehen, dass die beiden Präsidenten, wie gesagt, anfangen, einen Weg zu finden, aus diesem Tiefpunkt wieder herauszukommen. Das heißt, er kommentiert auch nicht diese Joe Biden-Rhetorik der letzten Tage. Joe Biden spricht ja ein bisschen über Wladimir Putin wie über einen, ich sag mal, ungezogenen Schuljungen und will ihm rote Linien aufzeigen, damit er sich wieder benimmt. Putin bleibt cool, oder? Ja, das kann man so sagen. Putin beantwortet diese Rhetorik, die von Bidens Seiten kommt, eigentlich mit Gelassenheit, muss man sagen. Er sagt, er habe auch seine roten Linien, die er zu verteidigen denke. Und er hat ja durchaus auch einige Anmerkungen, die er Joe Biden gerne gegenüberbringen wird. Also es wird heute nicht so sein, dass sozusagen Joe Biden nur der Überbringer der Botschaften von Amerika ist, sondern Wladimir Putin wird sicherlich Widerworte geben und er wird sicherlich seine Position, die Position des Kremls, auch sehr deutlich verteidigen. Wie ist denn das diplomatische Zeremoniell drumherum? Ist das eher kühl aufgebaut oder gibt es einen gemeinsamen, weiß nicht was, Glas Champagner zum Einstimmen oder ein gemeinsames Essen? Wie ist der Zeitplan? Ja, das ist tatsächlich ganz interessant, denn was wir schon seit ungefähr gestern wissen, ist, dass keine gemeinsame Pressekonferenz geplant ist. Aber es wird auch kein gemeinsames Essen geben. Die beiden werden circa um 13.15 Uhr, 13.30 Uhr gemeinsam mit dem Schweizer Staatsoberhaupt vor die Presse treten. Es wird dann eine Begrüßung geben und dann fangen auch schon die bilateralen Gespräche an. Es sind ungefähr 4 bis 5 Stunden für diese Gespräche angesetzt. Allerdings hört man da auch immer wieder aus Reihen der Delegation, sowohl der Delegation aus Washington als auch der Moskauer, es könnte durchaus länger dauern. Und dann eben diese getrennten Pressekonferenzen. Im Moment sieht es so aus, als würde Wladimir Putin als erster vor die Presse treten, 18 Uhr. Wer Wladimir Putin schon ein bisschen beobachtet hat, weiß, dass er sich selten an Zeitpläne hält. Wir können also davon ausgehen, dass es vielleicht eher später wird. Interessant an diesem ganzen Tagesablauf ist, finde ich, dass wirklich beide Seiten viel dafür geben, dass sie nicht den Eindruck erwecken, dass sie es wiederum der anderen Seite zu leicht machen, einen Weg raus aus diesem zerrütteten Verhältnis zu finden und sozusagen zu freundschaftlich, zu locker auf die andere Seite zuzugehen. Man muss ja auch innenpolitisch, sage ich mal, die Haltung bewahren und das Klischee bedienen von damals. Mit Blick auf die Zukunft und abschließende Frage, wo braucht Russland eigentlich wirklich die USA in der Zusammenarbeit? Wladimir Putin braucht diesen Gipfel vor allem, um sich vor dem russischen Publikum weiterhin als der Mann präsentieren zu können, der Russlands Geschicke lenkt, der derjenige ist, den die Mächtigen anrufen, den die Mächtigen zu einem Gipfel bitten. Das ist eine sehr wichtige Message, die Wladimir Putin für sein Publikum zu Hause hat. Und ansonsten ist es so, dass Wladimir Putin oder Russland ja sozusagen auf der internationalen Bühne sonst doch immer mehr abhängig werden würde von China. Also insofern gibt es durchaus
auch Interesse von russischer Seite, die Beziehungen mit Amerika nicht komplett abreißen zu lassen. Ganz herzlichen Dank, Phoebe Gahr, für diese Einschätzungen kurz vor dem Treffen von Wladimir Putin und Joe Biden in Genf. Ihnen einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag.